Über die Abstammung des kompakteren Bouvier de Flandre gibt es verschiedene Theorien. Wahrscheinlich ist er aus einer Kreuzung von Beauceron und Griffon hervorgegangen. Möglicherweise auch von Picard, Barbet und Deerhound. Eine weitere Theorie besagt, dass er von Mastiffs abstamme. Spanische Conquistadores sollen sie im 16. Jahrhundert während des Krieges in Flandern zurückgelassen haben. Er wurde im französischen und belgischen Teil Flanderns als Bauernhund gehalten. Neben dem Bewachen und Treiben von Vieh wurde er auch für das Ziehen von kleinen Karren benutzt. Heutzutage trifft man ihn als Blindenführhund oder Polizeihund an. Die Widerristhöhe beträgt beim Bouvier de Flandre zwischen 59 und 68 cm, das Gewicht zwischen 27 und 40 kg, je nach Größe und Geschlecht. Durch die frühere Arbeit mit Rinder- und Schafherden hat der Bouvier de Flandre kaum Berührungsängste mit anderen Tieren. Er braucht viel Auslauf und Platz. Möglichkeiten für körperliche und auch geistige Herausforderungen bieten sich für den Bouvier de Flandre sehr vielfältig an. Seine Aufmerksamkeit und Intelligenz befähigen ihn zu verschiedenen Ausbildungen und diversen Sportarten. Agility und Obedience, Pferdenarbeit sowie Schutzhunde- und Turnierhundesport sind gleichermaßen für ihn geeignet.